Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Videorennbericht von mir. Ich bin es wieder, euer ORC-Philipp6614. Ja, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns diesmal auf dem Ungaroring in Ungarn, wo wir als Ersatzfahrer in der Sim 1 mitfahren durften. Ja, ich habe das McLaren-Cockpit vom ORC Laundry bekommen, der kurzfristig absagen musste. Mein Qualifying lief jetzt nicht so optimal, dafür, dass ich nur 2 Tage trainieren konnte. Bin als 12. ans Rennen gegangen, habe mich dann für den Soften entschieden, wollte eine ganz normale 2-Stopp fahren, womit ich dann am Ende mit dem Ultrasoften fahren würde. Wie der Start und wie das Rennen weiterging, werdet ihr hier im Moment sehen. Ja, wir erwischen einen eher durchschnittlichen Start, können uns aber hier schon direkt auf dieselbe Höhe mit Blimser setzen. Wir möchten jetzt hier versuchen, den Ricciardo zu machen. Ich möchte hier innen einstechen, aber ich merke hier, okay, da ist kein Platz und du bist Ersatzfahrer. Zieh da mal doch lieber zurück. Blims hat jetzt hier leider einen Quersteher, wodurch wir uns einen orangenen Flügel anhauen. Ja, was ziemlich bitter gewesen ist. Hier sehen wir noch ein bisschen rumgeduseln. Matsusaks zieht jetzt hier nach rechts rüber. Brezel kann dadurch innen vorbeigehen. Jetzt zieht Matsusaks von rechts nach links rüber. Der Pilot ist jetzt auch schon rechts von uns am Lauern. Ich lasse ihn hier durch, da ich jetzt nicht genau wusste, ob ich die Kurve kriegen würde oder es nicht. Ja, ich habe sie relativ schlecht bekommen. Aber gut, für mich ist es jetzt gerne die Box und wechsle wieder den Reifen. Ich wollte mit dem Soften weiterfahren. Wir springen in Runde 17, wo wir ein schönes Duell mit dem Piloten eingehen konnten für ein paar Runden. Er auf dem ultrasoften Reifen unterwegs, ich auf dem neuen Soften. Ich entscheide mich hier für die äußere Linie, lasse der Pilot innen vorbeigehen, wage jetzt aber den Switchback, da Pilot hier den schlechteren Ausgang bekommt und ich kann mich hier relativ wieder einfach vorbeisetzen. Das war so ein schönes Katze-Maus-Spiel, am Ende konnte dann ich das hier für mich entscheiden. War jetzt noch ein bisschen knifflig gewesen, da ich gerade eben noch den Desync-Bug und hier ebenso gespürt habe, aber der Pilot zieht jetzt hier zurück, wodurch wir noch weiter vorne bleiben und erstmal Position 15 für uns selbst behaupten können. Ja, genau dieselbe Runde geht's weiter. Der Pilot kam wieder von hinten angeschossen. Ich habe mich diesmal für die innere Linie entschieden, da ich die Kurve davor nicht getroffen habe. Der Pilot ist aber außen, minimaler Blockierer und jetzt erwische ich hier einen schlechten Exit, habe hier einen Quersteher und dadurch kann der Pilot ganz einfach vorbeigehen. Ja, in Runde 23 kam ich dann wieder so ein bisschen an der Pilot ran. Jetzt dreht er sich hier weg, wodurch ich mir den Platz ergattern kann. Sehr, sehr bitter, weil es bis dahin ein sehr schönes Duell gewesen ist. Wir sind immer noch in Runde 24. Wundi hat sich vor uns gedreht, ist rechts in die Leitplanke reingekracht und können jetzt dadurch aufholen und uns somit Platz 13 holen. Was jetzt aber geschieht, verstehe ich immer noch nicht. Also ein Controller alle oder was? LOL! Was genau da mit Wundi los war, weiß ich nicht. War wahrscheinlich der kaputte Flügel gewesen. Wir sind in Runde 37, konnten uns mittlerweile wieder an LOT heranarbeiten und sehen auch, dass das virtuelle Safety Car draußen ist, da Casa Junior hier einen Unfall hatte und dadurch ausgeschieden ist. Ja, relativ viel passiert dann aber auch nicht mehr. Ich bin dann einmal überrundet worden, aber wir sind schon in der letzten Runde des Rennens. Also viel ist eben nicht mehr passiert. Ich bin relativ zufrieden damit, dass ich als 11. ins Ziel fahren konnte. Wer weiß, vielleicht wäre ein Punkt drin gewesen, aber ich stelle mich eigentlich relativ zufrieden mit der Leistung. Zwar seht ihr hier die Standings jetzt ohne Strafen, dennoch war ich mit den Strafen gar nicht zufrieden gewesen. Am Ende waren es 21 Sekunden Strafe, die ich noch drauf bekommen habe. Und ich bedanke mich bei euch wieder fürs Einschalten, bedanke mich auch bei der Sim 1 fürs Mitfahren. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es für mich wieder auf die Strecke geht. Diesmal beim offiziellen Rennen. Bis dahin, euer Philipp.